Hallihallo und willkommen zurück zur Let's Play Amnesia White Knight. Und ich bin natürlich nicht alleine. Ja, ich bin auch da. Hallo. Hallo. Auf deinem das Kanal hier, spielen. Mensch. Ja, genau. Ja, ne? So. Leute werden sich wundern, was für eine schöne Stimme John McCloud auf einmal hat. Aber nein. So, beware when standing in darkness. Your sanity will slowly drain. Okay. Gut, da drin ist einer am Verrecken. Das mag unser Protagonist hier anscheinend nicht so gerne, ihm dabei zuschauen. Okay. Ja, Mensch, der blutet aber auch was zusammen. Ja, der blutet schon seit... Oh, okay. Hey, was geht? Ich habe ekliges Geräusch gehört, okay. Ich glaube, ich habe an der richtigen Stelle abgegeben. Picked up Glühbirne. Yeah, immerhin eingedeutscht so. Ja, ich habe übrigens auf Deutsch umgestellt, falls es jemand wissen will. Ja, immerhin die einzelnen Items sind jetzt deutsch. Wirkt ein bisschen strange, aber... Ah, okay, sowas ist auch deutsch. Okay, bringt wohl nichts. Okay, ich habe auch keinen passenden Schlüssel. Ja gut, wie geht's ihm? Crystal clear. Also ich denke, wir haben jetzt so ein bisschen mit deutschen Untertiteln. Ich hoffe, die Schriften in Englisch bleiben. Da werden wir uns natürlich weiterhin abwechseln. Ja, wir schaffen das. So, dann laufen wir mal. Ich habe die Gamma-Werte jetzt auch ein bisschen hochgestellt, damit wir nicht so dunkel haben. Und ich sehe einen langen Gang. Wir wollen den Grauen ja auch sehen, ne? Natürlich. Was zum... What the hell? Hat da jemand geschrien? Nein, das war so ein... Noch schlimmer. Ja. Shit. Was hier? Da ist was. Er steckt in der Wand fest. Ich kann es mit bloßen Händen heraus... nicht. Okay. Bräuchten wir was. Oh, hallo, Notiz. Hallo, Zettel. Ach ja, das ist ja mein Zettel, ne? Okay. Lauf, bevor sie dich kriegen. Schau auf keinen Fall zurück. Ich will jetzt nicht weiter drücken. Na dann, lauf mal. Uff. Nicht zurückblicken, hat's geheißen. Oh Gott. Fuck. Was schaust du noch zurück? Entschuldigung. Oh mein Gott. Ich war das hässlich, Mann. Was war das denn? Okay. Oh Mann. Ja, Mann, ich wollte gucken, ob da wirklich was hinter uns herrennt und die uns nicht nur verarschen. Oh, fuck. Mann. Ich kann mich nicht bücken. Das ist ja eine Kinderhand, oder? Das ist ja eklig. Ich habe mich echt gerade voll erschreckt, als ich selbst nochmal zurückgeguckt habe. Episch. Das ist so eine ähnliche Stelle wie im Grundspiel, wo ich auch mal zurückgeguckt habe. Das wird sofort bestraft. Ja. Darf nicht mal. Oh, cool. Aber ich hoffe, da kommt jetzt nicht noch so ein Viehmann. Oh Mann. Ist es jetzt vielleicht dadurch rausgekommen? Nee. Okay. Ah ja, vielleicht mit einem Stein oder so. Geht da was? Jo, können wir probieren. Komm, Stein. Ups. Yay. Das ist ja vielversprechend. Oh, da ist ja was. Aha. Picked up Brechstange. Geil, also ich bin dafür, ich glaube, da sind deine Zuschauer auch völlig für, dass wir meins in Deutsch spielen und deins in Englisch. Dein Part. Nö, glaube ich nicht, dass das die Zuschauer mögen. Doch. Ihr dürft jetzt voten. Da sind wir voll dafür, denke ich. Nee. Doch, das ist cool, Mann. Dann haben wir so ein bisschen multikulturelle Action hier. Es ist eher ein doppelter Horror, weil, ne, mein Englisch und... Ist doch egal, macht Spaß, es macht Spaß. Das macht den Comedy-Faktor aus, Mensch. Ja, da hast du schon recht. Ja, dann ich glaube, das wird das sowieso so ein halbes Comedy-Spiel. Komm schon. Hold down left mouse and... hallo? Ich erreiche den Stock nicht mehr. Na? Hm. Danke. Hallo, du da. Wirklich da rein? oh, der hat einen Schlüssel. Guck mal, der hat eine Kettensäge hier drin zu stecken. Hey, ist ja voll unlogisch, er blutet voll aus dem Arm, obwohl er hier eine Kettensäge mitten im Körper hat. Mysteriös. Ein Fall für Galileo Mystery. Kannst du das nicht rausnehmen oder so? Nee, ich glaube nicht. Nee. Der steht gleich auf. Ich hoffe nicht. Ich mach mal vorsichtig bei der Türe zu, ne? Er soll ja nicht gestört werden. Stör ihn ja nicht, ja. Geh lieber.
Ich frage mich jetzt die ganze Zeit, warum ich wirklich zurückgeguckt habe. Ich glaube, das ist meine ultra beschissene Langeweile, meine ultra beschissene Neugierde. Ja, du wurdest bestraft. Ja. Ich meine, ich habe jetzt ja keinen Sound, aber allein, ja, was ich gesehen habe, hat mir gereicht. Vielleicht ist das Vieh jetzt auch wieder da hervorgekrochen. Ein Glück ist das Ding hier eingestürzt, ne? Ja, ne? Da liegt das Ärmchen. Ich kann es nicht nehmen. Na gut. Weiter geht's. Es kann ja nur noch schrecklicher werden. Ach, definitiv. Denke ich auch. So. Hallo. Hinein ins Vergnügen. Eigentlich könnten wir uns ja mit der Brechstange wehren, aber nee, am nächsten. Ach nee, was denn jetzt schon wieder? Er hat ein bisschen Angst. Er hat ein bisschen mehr Angst. Das hätte ich auch. Ja, ein bisschen. Ich kann mich auch nicht bewegen und das diese Plasch. Boah, penetrantes Licht hier. Okay. Er schreit dazu so geil. Das hat sich am Anfang angehört wie so ein schlechter Porno. Ah ja, du meinst die Frauenstimme. Das ist mir auch aufgefallen. Ich denke, wir hatten das synchronisiert. Nee, hier gehe ich nicht lang. Geh da selbst lang. Du hast noch Zeit, du musst da rein. Fuck. Was ist das für ein creepy Raum? Alter! Fuck okay. You. Was geht denn? Will? Take one? Okay. Mal lesen. Eine weitere Notiz an dich. Erinnere dich, wie du alles vergessen hast. Erinnere dich, wer du wirklich bist. Du musst dich mehr anstrengen, David. Sonst werden wir zugrunde gehen. Er heißt David. Interessant. Ja, das wissen wir schon. Soll ich hier David, der kleine Psycho. Ja, du hast letztes Mal nicht gehört, als es hieß, ne? Okay, dann hör wenigstens diesmal. Ist irgendwie so schräg, der Blick gerade, oder? Ja, das soll so sein. Das ist sehr schräg hier. Ah, okay. Alles sehr, ja, psychotisch. Er hat was gut geleuchtet. Guck mal da. Was ist... Das sieht ja komisch aus. Kann ich auch nicht öffnen. Was soll denn das sein? Irgendein komischer Raum, okay. Ja, aber alles so schief. Ich glaube, du brauchst deine Medis. Ah, guck mal da. Ein schwebendes Bett oder so. Oder irgendwie sowas. Ach, ein brennendes schwebendes Bett. Oder ein Kaffeeautomat. Oder ein Kohleautomat. Okay. Ich glaube, da wollen wir nicht rein. Oh, das sieht ja auch nett aus. Okay. Warum bekomme ich nur die Scheißparts? Hättest mal das Schimmelbrot mitgenommen, ne? Ein Schimmelbrot ist viel besser wie eine Kiste. Ja, Schwerkraft und so, ne? Komm, Kiste. Nein, Kiste. Okay. Kiste. Gott. Ich komme nicht mehr durch. Kiste. Kiste. Wenigstens Kiste ist schon mal durch. Vergiss die Monster. Es ist die Gittertür, die dir Probleme macht. Okay, jetzt schnell. Nein, nein, Daniel. Nee, David. Nein. Nach Heim, danke. Okay. Später. Ja, ist gerade so schön hier, ne? Slide schon mit der Kiste. Okay. Komm, Kiste. Wir gehen weiter. Komm, Kiste. Du beschützt mich jetzt, Kiste. David, ist sie sicher, dass es seinem Verstand glasklar geht? Ich weiß ja nicht. Na guck mal, hier ist der Boden. Und wir laufen irgendwie an der Seite herum. Wir sind Spider-Man. Ja, es ist ganz normal. Aber guck mal. Hey, was ist das? Eine Skizzierung. Aha. Kiste in die Tür oder so. Da. Okay, dann mach das. Bitte. Cool. Ah. Okay. Ah, und hey, da soll cool. Ich scheinbar die Kiste rein. Oh, jetzt habe ich die Kiste... Kiste? Warte. Kiste, komm. So, Kiste in die Tür. Aha. Und nu? Können wir da hochspringen? Nö. Ah, Treppchen bauen mit der Kiste, damit du hochkommst. Meinst du? Ja. Oh mein Gott. Awesome. Nehmen wir die Kiste mit? Nee, können wir gar nicht mehr. Sie hat ihren Dienst getan. Was wäre jetzt gewesen, wenn ich das da jetzt reingeschmissen hätte? Dann hättest du dir eine neue Kiste holen dürfen. Ich komme ja nicht durch. Duck dich. Kann ich nicht. C geht nicht. Gehen. War das standardmäßig? Nee. Oh yeah, jetzt sind wir an der Decke. Cool. Ich müsste ja die Lampe mitnehmen. Naja. What the fuck? Okay,
Lampe, komm, Lampe. ich renne aber mal. Schön, ist schön, dass es so wenig Monster gibt. Also sie halten diese Grundstimmung wieder aufrecht. Das finde ich sehr schön. Oh, hier wird getanzt. Sehr gut. Ich hoffe, wir sind eingeladen. Ich glaube, du musst da drauf springen. Ja, aha. So sieht das irgendwie ein bisschen aus, oder? Okay. Ich fühle mich ein bisschen verarscht. Das wäre nichts für mich, ey. okay. Für mich gerade auch nichts. Mich macht mich irritiert das Drehen so ein bisschen. Ich glaube, das ist Absicht. Ich glaube auch. Ich glaube, das drückt den Wahnsinn auf. Ja, man muss nur im richtigen Moment abspringen. Sie haben es ja fair gemacht, dass man da... Ach, da hinten ist das Licht. Wäschekorb oder so? Ey, das... Das war ja wohl nicht meine Schuld. Nee. Ja, zum Glück musst du das machen. Das wäre nichts für mich. Ich würde da auch ganz, ganz böse failen. Komm, jetzt in einem Ruck. Mach lieber langsam. Komm. Oh, Alter. Ich kann nicht. Das magst du nicht, ne? Nein, das ist oder das mag ich nicht. Nein, das ist scheiße, weil es dreht sich dann weiter, aber du kommst dann nicht mehr hochgehüppert. Aber wenigstens dreht sich der Blick nicht mit, ne? So wie. Ohne Scheiße, es ist 1 Uhr, ich komme nicht mehr klar mit der Welt. Das ist ja jetzt ein bisschen peinlich. Obwohl ich die anderen. Ich habe ja die anderen Jump and Run Parts in Amnesia richtig gut gemacht, ne? Um mich mal hier ein bisschen zu brüsten. Die waren auch einfacher, muss man zugeben. Also das sieht schon anspruchsvoller aus. Ja, wir brauchen halt keine Monster, wir finden hier unsere richtigen Feinde. In Möbelstücke und Schränke und. Und Bett. Diesem Ding da. Ey, wenn ich das jetzt nicht schaffe, dann raste ich aber aus. Das ist so dein Erzfeind, ne? Bam! Das war jetzt unfair, du hast gelabert. Entschuldigung. Mann, ey, das ist jetzt peinlich, das cutten wir raus. Hey, das ist aber toll, wenn ich dann meine Infoshow mache, Top 3 der Fails hat. Du bist schuld, das ist doch toll. Ey, komm, Alter, jetzt nehme ich aber Anlauf. Okay. Konzentration. Timing. Das ist bescheuert. Okay. Ich merke mir die Rotation. Okay. 3, 2, 1. Ha, episch. Yeah. So, wo springe ich jetzt rauf? Auf das komische Ding oder das komische Ding? Links sieht irgendwie sympathischer aus, oder? Links, okay. Aber das ist ein bisschen weit, oder? Okay. Langsam! Oh. Okay, das cutten wir definitiv raus, Mann. Sehr peinlich. Okay. Mal gucken wir. Ja gut, du hast ja eh den. Ja. Ich habe ja eh den Steuerknüppel in der Hand. Genau. Ja, bei manchen muss man echt. Ah, jetzt hast du einen Run hier, siehst du? Super. Ja. Oh Gott. Yay, siehst du, jetzt müssen wir doch nichts cutten, es ging doch noch. Da, was zum Vorlesen. Der bittere Geschmack in meinem Mund, der Schmerz in den Schläfen, mein Verstand kann sich nicht erinnern, aber mein Körper kann es. Habe ich etwas getan, um all das zu verdienen? Ich muss eine Antwort auf diese Frage finden. Ich muss mich wieder erinnern. Okay. Ja, ich bin leicht im Arsch, weil es ist 1:07 Uhr. Und Katis Gehirn ist abgeschaltet. Ja, ich bin schuld, weil ich habe ja erst meinen Hardcore-Charakter vernichten müssen in Diablo und danach habe ich in Dark Souls rumgefailt und dann dachte ich mir noch, ach komm, jetzt stresst die Kati noch mit Amnesia. Schrecklich. Ganz schlimm, ja. Mensch, wie vertrauenserweckend. Total. Schlaf am besten weiter. Oh Mensch, hä? Hier waren wir doch schon mal. Okay. Na, vielleicht hatten wir gerade einfach nur so ein Blackout. Ja, das würde Sinn machen. Wir hatten einen Blackout. Wer hat da ein Amnesie? Hol dir eine Coke. Okay. Hallo. Sieht ja fast aus, als gäbe es hier schon den Ausgang. So, das sieht nach Empfangshalle aus, ne? Ja. Vielleicht haben wir es gleich geschafft. Oh Gott. Oh Gott, wie gut.
Obwohl, Schlüssel zum Patienten eher nicht. Umbauarbeiten. Das wird eine waschechte Generalüberholung. Alle alten Möbel und so werden komplett mit neuem ersetzt. Dr. S. hatte sehr strikte Anweisungen gegeben. Tja, ich habe kein Problem damit, wenn diese alten, schimmligen Betten durch neue Eisenbetten ausgetauscht werden. Die Bettwanzen gehen mir auch langsam auf die Nerven. Was ich nicht verstehe, ist, warum sie ein elektrisches Tor bei der Isolierzelle einbauen. Und warum sollte ich die Tür zu dieser Station immer geschlossen halten? Oh mein Gott. Wir machen deins auf Englisch, habe ich jetzt entschlossen. Das ist viel cooler. Es macht viel mehr Spaß, da zu failen beim Lesen. Hey, kannst du es eigentlich gut lesen bei mir? Ja, total. Okay, dann liegt es vielleicht echt an der Auflösung bei dir. Ja, wir werden das, also das scheint ja noch weiter zu gehen. Nächste Woche machen wir dann weiter im gleichen Rhythmus sozusagen. Aber ich werde gucken, dass meine Aufnahmeparts ein bisschen besser werden von der Quali her. Da müssen wir mal ein bisschen rumtesten. Pick-up, Schraubenzieher. Mensch, schön. Wir sind ja hier so richtig episch unterwegs, würde ich mal meinen. Guck mal, die Tür passt total zur Inneneinrichtung, oder? Also total in Harmonie. Unglaublich. Komm mal, unglaubliche Harmonie. Ach, wie schön. Ihr lässt es leben. Allerdings. Hallöle, wer seid ihr? Ein Affe, ein Menschenaffe. Oh, wie süß. Oh. Okay, hier ist ein bisschen laut, die Musik. Okay, zum Glück höre ich nichts. Oh, da hinten sieht es stimmungsvoll aus. Ja. Brennt ja, oder? Ja. Who you gonna call? Ghostbusters? Nein, okay. Ja. Hallo, du da. Ich kann dich anfassen. Schon wieder die Tusse. Wer ist deine Frau? Es ist so heiß, dass mein Körper es nicht erträgt. Es ist so hell, dass meine Augen erblinden. Es ist unerträglich, diese Schreie zu hören. Helft mir! Ich halte meine Ohren zu und hoffe, taub zu werden. Ein Speicherpunkt. Ach, schön. Haben wir uns verdient. Jetzt fehlt nur noch, dass sie abfackelt. Dann war die vorhin bestimmt auch ein Speicherpunkt. Die haben wir ja schon mal getroffen. Hätte sie mal anklicken sollen. Naja. Ach, egal. So, gehen wir in den Meeting Room? Oder gehen wir in den Projection Room? Oder gehen wir in den Isolate Patients? Ne, da will ich nicht hin. Oder in den Doctor's Wing? Also du gehst in den Isolate Patients und in den Doctor Wing und wir gehen einfach mal hier eine Notiz lesen. Die darfst Super. Du auch lesen. Geschichte der Krankenanstalt. Das Landeskrankenhaus Denver wurde im Jahre 1878 errichtet. Projektleiter war der berühmte Bostoner Architekt Nathaniel J. Bradley, der die Anstalt in einem ländlichen abgeschirmten Örtchen bauen ließ. Die Schließung einer großen Anstalt im Südboston Anfang 1870 führte zu einer Krise, die die Errichtung einer neuen Anstalt nördlich von Boston möglich machte. In 1873 beherbergten Worcester, Taunton, Northampton und das Pflegehaus für chronische Erkrankungen Tewksbury bereits über 1300 Patienten in Gebäuden, die gerade einmal für 1000 Menschen gedacht waren. Etwa 1200 weitere Patienten waren in anderen Krankenhäusern verstreut. Immer ich. Während die Anstalt zunächst für stationäre Behandlungen und für die Fürsorge von Geisteskranken geplant war, hat sich mit der Zeit das medizinische Repertoire zum Trainingsprogramme für Krankenschwestern 1889 und ein Forschungslabor für Pathologie 1895 erweitert. Ab den 20er Jahren betrieb die Anstalt Schulkliniken, um bei der Feststellung von mentalen Schäden bei Kindern zu helfen. Im Zuge der verstärkten Orientierung auf alternative Behandlungsmethoden, Deinstitutionalisierung und gemeinnützige Gesundheitsvorsorge mentaler Erkrankungen begann in den 60er Jahren die Anzahl von stationär behandelten Patienten zu schrumpfen. Das Landeskrankenhaus Denver wurde schließlich am 24. Juni 1992 aufgrund von Haushaltskürzungen im Bereich Geisteskrankheiten geschlossen. Im Jahre 1998 wurde die Anstalt durch Dr. Diane Selvin erneut eröffnet und eine teilweise Umstrukturierung begann, um modernen Ansprüchen gerecht zu werden. Nachdem auch noch der angesehene Arzt Patrick Parr akquiriert wurde, erhöhte sich die Reputation der Anstalt. Jedoch beklagte man den doch sehr abgeschiedenen Standort. Ja Mensch, hast du schön gelesen. Ich bin stolz auf dich. Das kommt alles im Test dran, also merken Leute. Schön die Jahreszahlen und so, wichtig. Wollen wir hier rein gehen? Wir müssen wohl, ne? Oh Gott, hier sehe ich ja gar nichts.
Hier sehe ich nichts. Da gehe ich nicht rein. Oh, guck mal, wir können mit dem Licht spielen. Das wäre eine Idee. Ja, ich glaube, das brachte jetzt so mal gar nichts. Nö. Mhm. Okay, vielleicht ist der Strom abgeschaltet. Wir haben ja immer noch eine Glühbirne, ne? Glaube ich. Projection. Ja, aber die bringt uns ja nichts, oder? Nö, wahrscheinlich nicht. Ah doch, wir könnten. Hm, nee, oder? Nur irgendwie, wenn die Lichter kaputt sind, dass man die anscheinend ersetzen kann. Okay. Oh, guck mal. Ja, da werden wir das nächste Mal erst reingehen. Freust du dich bei deinem Part? Oh ja, das wird aber spannend. Ich mach sowas gerne, interpretieren, was das ist. Hm? Das machen wir dann. Das ist schön. Ja, aber du musst dann auch mitmachen. Ja, klar. Gut, dann würde ich einfach mal sagen, ich habe jetzt hier genug rumgespielert auf Johns Kanal. okay, ja, der war nicht witzig. Nee. Darfst du sie mal austoben hier, kein Problem. Dankeschön. sehr geil, ich drücke keine Taste mehr und der läuft. Okay. Ich steuere nur noch. Ich glaube, jetzt dreht er komplett durch. Stopp mal hier. Er hält auch nicht mehr an. Jetzt. Warum? Ach, schön, keine Ahnung. Der ist einfach weitergelaufen. Vielleicht mag er das da hinten nicht. Creepy. Okay, ja, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge, nächsten Samstag, an alter Stelle, alter Welle, dann wieder bei John. Na, eigentlich sind wir auch so bei John, also das ergibt ja gar keinen Sinn. Also wir sehen uns schon wieder hier, da wo wir jetzt auch die letzten Wochen... Ich glaube, die Zuschauer haben das schon verstanden. Ja, ja, okay. Ja, aber er spielt, ne? Und in Englisch bei ihm. Ja... Also ich bin voll dafür, dass ihr dafür votet, dass es in Englisch kommt, weil es ist awesome. Ja, super, jetzt appelliere auch noch, da habe ich überhaupt keine Chance mehr. Das ist lustig, Mann, das macht voll Fun. Allein mit Wörtern wie irgendwas. Das war wirklich creepy. Okay, so, ich sag schon mal Tschüss und John, ist dein Kanal. Ja, glaub auch. Ja, freut euch am Samstag, ich freue mich sehr drauf. Ist ganz schön krank, das Spiel. Macht echt Spaß. Bis dann, tschüss.